Halt! Keinen Schritt weiter! Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Ja, wir haben es geschafft. Und damit können wir nun bei einem Herrn vorsprechen, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben, der aber ziemlich bedeutsam ist. Drauf, das ist meine Meinung dazu. Dieses Land zu herrschen. Und das ist wir der Herr da vorne in Rot. Wir haben unsere Heimat verlassen, um hier unser neues Reich zu gründen. Quatsch, Tante Karl. Bald wird auch der letzte Morra sein Haupt vor mir neigen. Ich bin gekommen, mich in deinen Dienst zu stellen, großer Eroberer. Ich sehe, du bist der Morra, von dem mir meine Generäle berichtet haben. Du bist ein starker Krieger und du verdienst Respekt. Ach so. Was ist dein Auftrag für mich, großer Eroberer? Nach dem, was man sagt, bist du stark genug, uns ein für alle Mal von den Rebellen zu befreien. Nimm dir meine Leibwache und töte alle Anführer der Rebellen in meinem Land. Schon ist das alles? Nicht ganz. Ich halte schon seit langer Zeit in dieser Burg die Stellung. Ich warte auf die Gelegenheit, die Hauptstadt Vanguard anzugreifen. Doch diese verfluchte Barriere des Königs hindert mich daran. Doch ich weiß, dass es einen Weg in die Burg des Königs gibt und dass die Rebellen ihn kennen. Verstehe. Das Reich der Menschen ist endgültig gefallen. Der König und die Rebellen sind vernichtet. Und das alles war dein Werk, Morra. Du hast dir die höchste Auszeichnung verdient. Diese Ehre wurde nie zuvor einem Morra vergeben. Komm und empfange deinen Lohn. Ich verneige mein Haupt vor dir, großer Krieger. Wir erhalten die Ork-Rüstung. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Und das ist die stärkste Rüstung, die es gibt in diesem Spiel? Zeig mir, wie ich mich selbst heilen kann. Dann ignoriere den Schmerz. Das ist die alte Kunst des Geistes. Und Konzentration ist der Schlüssel zur Selbstheilung. Bringe deinen Geist in Einklang mit deinem Körper. Konzentriere dich auf deine Atmung. So beherrscht dein Geist den Körper. Er bringt ihm Ruhe und heilt ihn. Und nicht bloß, dass wir diese Rüstung erhalten haben, die beste im Spiel ist, sondern wir können jetzt auch noch unser Leben regenerieren. Wahnsinn, oder? Was wird jetzt passieren? Wir werden versuchen, diese verfluchte Barriere um Vanguard loszuwerden. Ich will die Burg deines Königs schleifen und den Erdboden gleich machen. Niemals wieder soll sich das Volk der Morras erheben. Das wird meine Aufgabe sein. Und du wirst deinen eigenen Weg gehen. Jetzt, wo dein Volk da niederliegt. Mögen deine Schlachten siegreich sein, großer Krieger. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Wisst ihr, warum wir den Krieg gewonnen haben? So, weil jetzt hat er auch einen Spruch drauf schon. Sie haben es nicht verdient, haben, über dieses ich Land weiß nicht, zu ob das vielleicht auch schon vorher wäre. Wir haben unsere Heimat verlassen. Wir legen die Ohrrüstung an. Die ganz genau, wie die Paladin-Rüstung aussieht, aber wir schauen uns nochmal die Werte an. Morra sein Haupt vor mir neigen. Die sind Wahnsinn, und eigentlich. Ich kann werde über also dieses die Paladin-Rüstung ist zwar ganz ähnlich, den aber wenigen Morras, die noch wissen, besser. Was Ehre bedeutet, werden wir einen Platz zuweisen, der ihnen gebührt. Und mit aber für die Rüstung feigen Rebellen haben wird es keine Gnade geben. Mit dieser Rüstung haben wir es eigentlich geschafft. Wir sind jetzt der Obermotz in diesem Land. Wir könnten auch Khan jetzt noch töten. Das könnten wir eigentlich tun, weil der ein Schwächling ist. Aber ich glaube, ich lasse das einfach. So, wir gehen jetzt mal zu Xardas. Ich glaube, ich beende jetzt einfach das Spiel. Weil wir haben alles geschafft. Es wäre sinnlos, jetzt noch unglaublich viel Zeit zu vertrödeln. Wir haben es eigentlich hinter uns gebracht, jetzt alles. Und dementsprechend, man soll es ja auch irgendwann mal beenden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals an diesen Punkt kommen. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir unter 200 Folgen bleiben, aber es hat nicht ganz funktioniert. Ein paar sind wir dann doch drüber gekommen. So, gehen wir mal zu Xardas. Zuben ist tot. Zuben ist tot. Seine Macht ist nicht mehr auf dieser Welt. Und darauf kommt es an. Auch Belias Einfluss wird schwächer. Doch noch ist es nicht vorbei. Ich habe den Stab des Wanderers. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Nun gut. Behalte ihn. Er wird uns noch nützlich sein. So,
Ich habe alles getan, was notwendig ist. Dann sind wir jetzt bereit. Bereit, um diese Welt gemeinsam zu verlassen. Mit dem Stab und dem Zepter werden wir das Portal zum unbekannten Land öffnen. Und dann? Und dann gehen wir hindurch. Es ist, wie ich sagte, niemand kennt das Ziel des Weges, den wir beschreiten. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ich werde hier sein. Wo auch sonst. So, ich würde sagen, wir tun es, weil wir haben noch einiges an Nebenquests offen, haben wir gesehen, in Myrtana vor allem. Aber die sind jetzt nicht so wichtig. Wir könnten auch noch Nordmar befreien, ist nicht so wichtig, finde ich. Es wäre halt einfach nur noch, dass wir irgendwo noch ein Orklager offen haben, das wir wegknüppeln müssten. Wir könnten Khan töten. Ist aber egal. Ich habe deshalb gemeint, dass Khan unwürdig ist, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Unsere Fraktion, die Orks postet im Rollenspiel, wozu ich auch mitgehöre, hat das mal so beschrieben. Khan ist zu weich, er ist zu menschlich eigentlich geworden und gibt nichts mehr auf die alte Ehre und Stärke der Orks. Und deswegen musste er beseitigt werden. Deswegen wurde auch bei uns im Rollenspiel eine Revolte gegen Khan durchgeführt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, er ist nicht gestorben. Er ist, glaube ich, geflüchtet. Und jedenfalls wurde Khan dort auch abgesetzt. Und der Redelsführer Boschtar Urkmar, der ist dann mit uns allen zusammen Richtung Nordlande in die Heimat der Orks gezogen. Und dort wurde er eigentlich erst gefangen genommen vom großen Imperator des Ork-Imperiums. Dafür, dass er das getan hat, weil es eigentlich Hochverrat war. Aber hat dann in einem Zweikampf, quasi wie eine Art Gottesurteil, den Imperator getötet und ist dann selbst zum Imperator geworden. Also auch da kann man schön viel machen und haben wir auch schon schön viel Spaß gehabt. Mittlerweile hat sich unsere Ork-Fraktion auf Argan niedergelassen und ist dort nicht mehr so imperial aufgestellt, sondern das ist jetzt nur noch ein Ork-Stamm, der allerdings auch wieder seine Ziele verfolgt, nämlich eine Göttin oder eine Dämonin wieder zu beleben. Ja, wer einen Ork posten möchte, wer Lust hat, Ork-Geschichten zu schreiben, schaut bei uns vorbei. Und an der Stelle auch mal ein Gruß an die ganzen Rollenspieler, die hier zuschauen. Ich weiß, dass es ein, zwei gibt, die das tun. Freut mich, dass ihr hier zuschaut. Wenigstens einer oder zwei, die es tun. Gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir es an und beenden das Spiel dann tatsächlich. Woher weißt du, dass sich das Portal öffnen wird? Nun, ich sitze nicht den ganzen Tag nutzlos herum. Nicht? Ein paar wenige Sachen konnte ich herausfinden. Dazu gehört, dass Stab und Zepter viel älter sind als alles, was wir kennen. Und? Und, dass sie von gleicher Machart sind wie das Portal. Ja, das Portal wirft viele Fragen auf. Wer hat es erbaut? Warum gibt es keine Aufzeichnungen darüber? Wann wurde es errichtet? Ich hatte viel Zeit, um die Zusammenhänge des Universums zu studieren. Und trotzdem bin ich noch weit davon entfernt, sie zu verstehen. Alles, worum ich dich bitte, ist, gehe diesen Weg mit mir zusammen. Denn alleine vermag ich es nicht. Du bist der Entscheider. Tun wir es. Ich bin bereit für das unbekannte Land. Mich hält hier auch nichts mehr. Also dann. Ja, Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Okay, gehe mit Xardas zum Portal. Ich glaube, der Weg ist wahnsinnig weit. Laufen wir denn jetzt wirklich? Okay, wir folgen ihm einfach mal. Gut, dann kann ich noch mal ein bisschen sprechen. Also, mich hat es wirklich extrem gefreut, dieses Spiel zu spielen. Und wir haben ja wirklich extremst lange damit gespielt. Das ist ja wirklich der mit Abstand langjährigste Begleiter auf meinem Kanal und hat mich ja fast von Anfang an begleitet. Das ist richtig komisch, dass das jetzt tatsächlich zu einem Ende kommt, denn das ist ja eigentlich so eine Neverending Story gewesen. Ich könnte es ja auch, wenn ich wollte, noch nicht enden lassen, aber man muss ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Und ich finde das, also was für mich am allerwichtigsten war, war, dass wir Varant befreit haben. Und das haben wir geschafft. Varant ist komplett abgeschlossen. Und wir haben ja schon so gemerkt, gerade jetzt gegen Ende hin, wenn dann diese Aufgaben kommen, die Städte zu befreien und so. Man kriegt dann ein Danke, war super, dass du befreit hast, aber das war's. Und da merkt man dann halt, dass irgendwo so eine Blutleere in dem Spiel ist. Das ist ein bisschen schade. Warum ich das Spiel trotzdem mag, das ist, glaube ich, die Tatsache, dass ich eben ein Rollenspieler bin.
und dass es hier wahnsinnig viele Dinge gibt, die man als Inspiration benutzen kann, um Geschichten zu schreiben. Unglaublich viel. Man kann zum Beispiel bei den Ahnen, wir hatten mal in meinem Studium im allerersten Semester, das ist schon Jahre her, bin ja mittlerweile schon fertig mit dem Studium, hatte ich eine Vorlesungsreihe Weltreligionen. Und da hatten wir eine Vorlesung über Stammeskulturen in Afrika und dort gibt es auch einen Ahnenkult. Und da hätte man auch schon, allein da hätte man einen unglaublich guten Hintergrund für die Ahnenvergötterung. Ach, Elite-Killer! Ist das cool! Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wir müssen Xar jetzt also beschützen vor irgendwelchen Elite-Killern, die hier ankommen. Stark. So. Ich hab's noch nicht verlernt. Naja, bist ganz passabel. Lass weitergehen. Schon alleine da könnte man unglaublich viel Hintergrund und Inspirationen für diesen Ahnenkult kriegen. Myrtana kann man unglaublich viel machen. Man kann beide Sichtweisen sowohl für die Rebellen als auch für die Orks vertreten, aus verschiedensten Gründen, und kann da seine eigenen Ziele verfolgen. Alles schön vielschichtig gestalten. Die Druiden, ach Gott, die Druiden, da wurde ja eine... Die sind ja hier leider total blass geblieben, aber da kann man ja eine unglaubliche Mythologie dahinter packen, was unser lieber Schreiber Onlu da wunderbar gemacht hat. Und wo ich mich ja jetzt auch drin mit betätige, und vor allem diese Mythologien können dann halt auch dazu dienen als Rahmen, um einfach sich wahnsinnig geile Geschichten auszudenken. Und ja, Varant, einerseits dieser Zwist zwischen den Nomaden und den Assassinen, dann die Beziehung zwischen Wassermagiern und Nomaden, die ja auch nicht nur von vollkommenem Verständnis geprägt sein muss, dann die Assassinen untereinander. Wir haben ja bei uns im Rollenspiel diesen alten Bund in Bakaresh eingeführt, was die wahren, die alten Nomaden sind, während die anderen halt einfach nur Zugen, Nomaden, Assassinen, während die anderen einfach nur Diener Zugens sind, der ja eigentlich einfach alles unterdrückt. Also man kann wirklich so viel sich ausdenken, auch jetzt auf Argan. Dort haben wir die ganze Sache aufgepeppt, in denen ein Drache jetzt dort noch mit hineinkommt, der das Land terrorisiert und mit Echsenmenschen überschwemmt. Zetarif ist jetzt gefallen, weil die Echsenmenschenarmee es niedergemacht hat. Und jetzt muss man einen Weg finden, den Drachen zu besiegen und Drachen zu töten. Wissen wir aus Gothic 2, alle, die es gespielt haben oder die irgendwie sich damit beschäftigt haben, ist nicht so einfach. Ja, also da gibt es so viele Geschichten, die man sich ausdenken kann. Und es ist eigentlich ziemlich schade, dass das Rollenspiel mittlerweile an Mitgliederarmut ein bisschen darbt. Von daher, wenn du kein Mitglied des... Also, sagen wir mal so, wenn du Mitglied des Rollenspiels bist und hier zuschaust, vielen Dank, dass du zuschaust. Schreib mir mal, dass du das tust. Dann schreib mir mal, wie du es findest. Ich glaube, ein paar gibt's, ne? Ad schaut, glaube ich, zu. Christian? Weiß nicht, ob sonst noch jemand das tut. Ja, also freut mich wirklich, dass ihr mit reinschaut. Wenn du kein Mitglied des Rollenspiels bist, dann melde dich an. Tu es. I want you. Schreiben ist toll. Also man kann da wirklich sich so viel ausdenken, und vor allem auch, wenn man sich dann über ICQ, ja, wir benutzen auch ICQ dafür, zusammensetzt und austauscht, man erhält so viele Inspirationen und so viele Ideen, was man wirklich tun kann. Und noch viel extremer ist das, wenn wir wirklich dann einmal oder zweimal jährlich unsere Rollenspielertreffen haben, wenn man sich dann zusammensetzt und nicht in seiner Gesprächsgeschwindigkeit durch die Schreiberei limitiert ist, sondern wirklich richtig miteinander sprechen kann. Man kommt auf so viele Ideen, auch teilweise unglaublicher Scheiß, den man sich dann ausdenkt. Aber das ist einfach toll, wenn man dann seine Fantasie freien Lauf lassen kann. Und ich will das ehrlich gesagt nicht missen. Gerade nachdem ich jetzt wieder ein bisschen reingekommen bin und da wieder Schwung gefasst habe und wieder mit vollem Elan dabei bin, weiß ich auch wieder, warum ich gerade während meines Studiums viele, viele Jahre nur damit verbracht habe. Ich bin jetzt schon 7 3/4 Jahre dort im Rollenspiel tätig und schreibe dort. Und es macht mir immer noch wahnsinnigen Spaß. Und man findet immer wieder neue Sachen, die man machen kann. Und das ist einfach großartig. Von daher, probiert's mal aus. Wenn ihr denkt, dass ihr nicht so fürs Schreiben geschaffen seid,
man kommt da rein und man muss ja auch kein super Schriftsteller sein. Man muss einfach nur mit Spaß an die Sache gehen und Ideen haben. Und wenn man keine Ideen hat, selbst dann kann man sich die Ideen holen im Gespräch mit anderen. Ihr müsst nur Spaß dabei haben. Genauso wie ich Spaß dabei habe, jetzt mit Xalas hier ein bisschen durch die Gegend zu ziehen und zu kämpfen. Ist auch ganz witzig eigentlich. Xalas, mach mal mit. Dankeschön. Armselige Kreatur. Der zwirbelt schon gut rein mit seinem Feuerball, ne? Muss man mal feststellen. So, und wir sehen auch, ich kassiere nicht mehr allzu viel Schaden, wenn ich hier was abkriege, ne? Ja. Zumal ich dann auch eine Lebensregeneration noch dazu habe. Also jetzt mich herauszufordern, grenzt schon an Wahnsinn. Dich wird niemand vermissen. Gegen mich hat eigentlich niemand mehr eine Chance jetzt. Ich könnte auch Xalas töten. Ja. Kein Problem. Dich wird niemand vermissen. Will ich natürlich nicht tun. Aber könnte man. Armselige Kreatur. So, lass weitergehen, Xalas. Komm schon. So. Ziehen wir voran. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen doch noch ewig weit, ne? Das ist doch, glaube ich, in Nord-Mirtana, im Nordwesten, ganz weit im Nordwesten von Mirtana, wo wir hin müssen. Ich würde jetzt gerne auf die Karte schauen, aber wir sind natürlich gerade im Kampf. Aber zumindest hört hier schon mal der Schnee auf. Das heißt, wir sind nicht mehr weit. Schauen wir mal nach. Ja, es ist schon noch ein Stück, ne? Der letzte Marsch mit Xalas durch die Gegend. Der Pfad hier ist interessant, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gegangen bin schon. Ja, auch diese Musik. Gerade jetzt, wo ich meine neuen Kopfhörer habe, da genieße ich das nochmal richtig, diese Musik, weil die Bässe da noch viel geiler kommen, als das vorher der Fall war. So, ich würde sagen, rennen wir einfach durch. Keine Lust, gegen die zu kämpfen. Ich habe Orks gehört. Noch mehr von den Viechern. Orks! Was tut ihr hier? Warte mal, Xalas, ich will mal kurz gucken, was das hier für einer ist.